Ladies and Gentlemen, liebe Sportsfreunde, wir haben heute den 1. April, Corona-Tagebuch, Teil 1, Football is coming home, mit und von Peter Neurover, präsentiert von Tipp 1. Wir machen uns jetzt auf zu ihm. Hallo, guten Morgen. Peter. In dieser schwierigen Zeit trifft man sich. Die normale Umarmung findet nicht statt. Komm bitte rein. Hast du Haustiere, Peter? Ja, jede deutsche Familie braucht gerade um Ostern herum ein Haustier. Unser galoppierender Hase. So, lieber Peter, unser Format nennt sich ja Football is coming home. Gestern hat die DFL getagt. Wann geht es wieder los? Wann können wir von zu Hause wieder tippen? Ich gehe davon aus, dass nach dem Entschluss von gestern, Vorschlag von gestern, bis zum 30. April Pause ist, gezwungenermaßen, berechtigterweise, dass dann die Bundesliga aber wieder losgeht. Erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Und dann können wir tippen, glücklicherweise. Dann geht es wieder ab. Allerdings ohne Zuschauer. Zuschauer alle von zu Hause, das ist auch richtig so. Aber die Saison wird zu Ende gespielt. So, lieber Peter, und ganz Fußball-Deutschland möchte jetzt von dir wissen, wie können wir uns fit halten in der Corona-Krise? Ganz einfach. Ich erinnere da an meinen ehemaligen quasi Lieblingsspieler Wolfram Wuttke, leider schon verstorben, einer der genialsten Fußballer der Bundesliga. Der konnte nicht laufen, der wollte nicht laufen, aber der wollte fit sein. Der wollte was gegen seinen Bierbauch tun. Ganz einfach, leicht nachzumachen. Füße hoch, Hände hier hin und lockere Bewegung. Hopp und hopp und hopp. Immer unter Spannung halten. Und dann ist es einfach. Dann können wir die Beine auseinandernehmen und anziehen, auseinandernehmen, anziehen, auseinandernehmen, anziehen. Und schon haben wir was getan für unseren Bereich Bierbauch und Ähnliches. So, Peter, herzlichen Dank. Was können unsere Jungs zu Hause machen, um sich fit zu halten? Sie müssen Gas geben, ähnlich wie ich. Und vor allen Dingen müssen Ideen haben. Schickt eure Videos an home@tipp1.com. Und ich werde sie mir angucken und beurteilen. Es gibt tolle Prämien. Macht mit, habt Spaß. Ciao.